anzutreffenden Tatsachen ist das ja so eine Sache, ne? Sie haben beispielsweise kein Abitur, auch kein abgeschlossenes Jurastudium. Das haben viele andere Menschen auch nicht. Sowas sollte man dann aber auch nicht in seinem Lebenslauf behaupten. Petra Hinz hat dies aber offensichtlich getan. Und der Schwindel, der ist jetzt aufgeflogen. Dabei sitzt die Frau immerhin seit 11 Jahren als Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Sie ist bekannt in der Stadt. Petra Hinz sitzt seit über 10 Jahren für die Essener SPD im Bundestag. Also Frau Hinz ist eine sehr freundliche, offenherzige Frau. Sie kommt als Kümmererin daher. Sie ist wirklich für die Menschen auch da. SPD-Frontfrau in Essen. In Berlin ist sie wohl das, was man eine Hinterbänklerin nennt. Ihr Schwerpunkt der Rechnungsprüfungs- und der Haushaltsausschuss. Ihren Lebenslauf auf der Website des Bundestages hat sie selbst verfasst. Da steht Abitur und Studium der Rechtswissenschaften. Doch das ist falsch. Alles Fassade. Das hat Pascal Hesse herausgefunden, der eigentlich einer anderen Geschichte, nämlich anonymen Beschwerden nachging, wonach Petra Hinz ihre Mitarbeiter mobben würde. Es kamen dann Hinweise von ehemaligen Mitarbeitern auch an mich, mit denen habe ich gesprochen, SPD-Mitglieder. Und der eine oder andere sagte dann, guck dir mal den Lebenslauf an, da ist was nicht ganz richtig. Sie stand massiv unter Druck. Daraufhin gestern Abend diese Erklärung der Anwälte von Petra Hinz. Sie habe wichtige Teile ihres Lebenslaufes gefälscht. Gründe dafür vermöge sie selbst nicht mehr zu erkennen. In der Essener SPD steht das Telefon nicht mehr still. Hier ist man völlig fassungslos. Wir sind alle noch schockiert. Wir sind enttäuscht und fühlen uns auch wirklich getäuscht, weil wir 30 Jahre lang hier in der Partei mit einer Legende gelebt haben, die sich jetzt als unwahr herausgestellt hat. Die Partei drängt nun Hinz, ihr Mandat zurückzugeben. Noch hält sie daran fest, aber sie hat bereits angekündigt, bei der Wahl im nächsten Jahr ist sie nicht mehr dabei.